Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute machen wir die erste Herbstwanderung im Tessin. Wir sind im Valle Unzernone, wo man nicht so kennt, und laufen auf der Pilone rauf. Ziemlich obsi da mit dem Bähnli. Ja, man muss auch schwindelfrei sein. Oder einfach nicht runterschauen. Oh ja, und zeigen dir mal die Aussicht da unten. Valle Unzernone ist wild, romantisch und genau richtig für eine Herbstwanderung. Die Farben zeigen sich bereits schon ein bisschen in den Orange- und Ockertönen. Die Landschaft kommt dem wie gemalt vor. Kein Wunder haben hier auch Künstler wie Max Bill oder Jean Arp ihre Inspiration gefunden. Erster Höhepunkt ist der Bergsee Laghetto di Salei. Hey, here we are, questioning both from before. Wir haben heute aber noch ein Gipfelziel, der Pilone. Die Wägele sind an und für sich nicht anstrengend, aber schmal und es braucht ein bisschen Schwindelfreiheit. Kurz vor dem Ziel wird es kraxelig und felsig. Der Ausblick hier oben ist grandios. Man sieht nicht nur das Unzernone und Vergeletto-Tal, sondern auch das Monte Rosa-Massiv und sogar die Bündner Dolomiten. Der Thomas macht heute auch keinen Halt vor Klettereinsätzen. Ich schon. So, das letzte Stück nimmt der Thomas alleine auf sich, weil jetzt kommt nämlich eine Kletterpartie. Ja, vielleicht muss man ein bisschen kraxeln, das kann sein. Also irgendwie dunkelt es mir, der Thomas ist schon ziemlich lange unterwegs. Da taucht er auch schon wieder auf, unser Gipfelstürmer, der so nebenbei gerade noch schnell seinen Fuß auf italienisches Gebiet gesetzt hat. So, der Gipfelstürmer Thomas sagt uns jetzt, wie es war. Ganz lässig. Ich habe einen kurzen Ausflug auf Italien gemacht, oben auf dem Pilone. Das ist ja der Grenzberg. Aber man kann es also auch schön gemütlich haben, wenn man sich da einfach ausruft und sich sagt, ja, die letzten 10 Minuten Klettereinsatz braucht es jetzt nicht unbedingt. Ja, es waren gute 10 Minuten. Ich hatte etwa eine Viertelstunde, aber ohne Gepäck. Damit man ein gutes Gleichgewicht hat und eben beide Hände kann zum Einsatz bringen. Genau. Vor einigen Jahrzehnten war die Region auch als Schmugglergebiet bekannt. Das kann man sich gut vorstellen. In dieser wilden Gegend im hintersten Zipfel des Valle Unzernone findet man wahrscheinlich sehr gute Verstecke und dann auch noch sehr schöne. Unsere Wanderung führt uns an den Fluss Isorno. Dort wollen wir ein Bad nehmen in den Minitherme Bagni Graveccia. Die liegt ebenfalls auf italienischem Boden und gehört zur Region Piemont. Die kleine Thermalquelle hat im Jahr 1821 das erste Mal ihren Betrieb aufgenommen. Baden kann man aber heute noch im 28 Grad warmen Quellwasser. We walk with love for our country. To honor our grannies and sons, we walk. Zum Schluss machen wir noch einen Abstecher in eine Müllerei, das Vergeletto. Sie gehört dem Tessiner Ilario Garbani, der dort das Popcornmehl Farina Buona herstellt. Ein Kulturgut mit einem geheimen Rezept, das dem Tal gehört. Sogar die Köche in den 5-Sterne-Hotels benutzen mittlerweile das besondere Mehl und verwenden es für Teigwaren, Bier, Joghurt, Likör und vieles mehr. Wir dürfen es versuchen in Form von Glasse und findet das einen hervorragenden Abschluss von unserer Wanderung. Und Thomas, wie schmeckt? Genial, Glasse und Popcorn in einem. In Zukunft gibt es das in allen Kinosälen.
Mm.